Rainer, du reitest heuer quasi auf Kurs Guinness Book of Records in puncto ununterbrochener Sam Hawkins Darstellung. Wann war dein erstes Mal? Also mein erstes Mal, das wirst du gar nicht wissen, wann mein erstes Mal war. Ja. Aber mein erstes Mal als Sam Hawkins Darsteller war 2002. Das heißt, das ist jetzt das 16. Mal in Folge. Was war der erste Sam Hawkins, also in welchem Winnetou-Stück? Tja, das weiß ich gar nicht mehr. Was war das erste Sam Hawkins-Stück? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur mehr, das erste Stück, was ich gemacht habe, war Tal des Todes. Das war 2001 und 2002 war es, helft's mir. Publikumsjoker sagt nein. Ich sag nein, 2002, ich weiß es gar nicht mehr, was war 2002. Buh, weiß ich gar nicht. Habe ich verdrängt oder vergessen oder in feuchten Träumen, ich weiß es nicht. Ja, aber 2002, es stimmt, es ist dieses Jahr das 16. Mal in Folge. Ich muss sagen, also bin ein bisschen stolz drauf, bin ich, ja, weiß man natürlich schon, es ist so meine Rolle, die ich unglaublich gerne mache. Ich freue mich ein ganzes Jahr darauf, dass ich dann im Sommer wieder ohne Urlaub, ohne freie Tage und ohne irgendwas anderes, was vielleicht jeder normale Mensch irgendwie im Sommer machen könnte, nicht mache, sondern ich schmeiße meine ganze Energie und meine ganze Zeit eben dann in die Winnetou-Spiele rein, aber trotzdem, das ist für mich der Sommer, der seit 2002 eben gegeben ist und mir gefällt das unglaublich gut. Rainer, ihr habt heuer einen neuen Winnetou im Heldentrio. Ja, wir haben einen neuen Winnetou im Heldentrio. Ja, wir haben also zwei Helden, das ist natürlich der Herr Shatterhand, Oliver Reutinger und natürlich den anderen Helden, meine Wenigkeit. Und jetzt haben wir einen dritten Helden dabei, da drüben sitzt er, unseren Marco Valenta als neuen Winnetou. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir den Marco jetzt in unserem Trio dabei haben, weil er eben, wie soll ich sagen, der Winnetou sein wird, den ich mir schon lange wünsche, nämlich jemand, der wirklich, wirklich gut reiten, gut kämpfen kann, als stolzer Indianer auf dem Pferd sein wird und den wir dann, wie soll ich sagen, also der Herr Greenhorn, Shatterhand und ich dann so weit bringen werden, dass er in unser Helden-Duo als Nummer 3 perfekt hineinpassen wird. Stefan, auch wenn man es hier im Bild jetzt nicht so gut sehen wird, aber du wirst wohl der größte Indianerhäuptling der Winnetou-Spiele sein. Und du gibst dein Debüt als Mokashi heuer im Sommer in Wagram. Wie schwer wird dir denn das Trennen vom Bart fallen? Ich muss sagen, das ist schon ein Punkt, der mir sehr wehtut, aber letztes Jahr hat es auch gut funktioniert und ja, es wird schon. Jetzt die Frage, wir haben schon gesprochen mit den Kampfprofis, wirst du auch in Kämpfe verwickelt sein? Wird natürlich vorkommen, als Indianerhäuptling muss man da natürlich mit von der Partie sein. Und das heißt, da müssen die Gegner halt dann einen Stockerl verwenden, dass sie dir an die Augenhöhe kommen? Da müssen sie sich was überlegen, ja. Stefan, wie viel der Saison im Winnetou-Team ist es bei dir? Das ist bei mir jetzt die vierte Saison. Ich war 2006 und 2007 dabei als Statist. Dann habe ich relativ lange Pause gemacht, war letztes Jahr wieder dabei als Statist. Und am Ende der Saison hat mich der Rochus gefragt, ob ich eventuell eine Sprechrolle übernehmen möchte. Das hat mich sehr gefreut und habe das natürlich angenommen und freue mich schon auf die neue Herausforderung. Naja, aus der Sprechrolle wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr werden, wenn ich das so richtig vorhersehe. Und auf das freuen wir uns schon, vor allem auf den Stefan ohne Bart. Peter, du bist quasi auf Bösewichte abonniert, wenn man mal zwischendurch den französischen Saint-Jean ausnimmt. Ja. Heuer bist du der Greenlee. Was plant denn dieser Erzschurke? Also ich will nicht zu viel verraten vom Stück her jetzt. Im Grunde genommen geht es darum, dass wie natürlich bei jedem KMI-Stück Intrigen gesponnen werden und Pläne vom Bösewicht, ja, die er in die Tat umsetzen will. Ja. Und natürlich da auch einige Hindernisse zu überwinden hat, ja, wie zum Beispiel das große Heldentrio, ja, wo
Wo man aber auch dazu sagen muss, es ist heuer eine sehr, sehr interessante Situation, weil dieser Bösewicht natürlich auch einen Bruder hat, ja, der seine eigenen Geschäfte hat und die sich da ein bisschen in die Quere kommen. Ja, aber zu viel möchte ich nicht verraten. Ja, aber es wird sehr, sehr spannend und eine ganz andere Geschichte als voriges Jahr. Aber nichts Action weniger oder wie soll ich sagen, von den großen Gefühlen her weniger. Es ist ein anderes Stück, eine andere Geschichte, aber genauso sehenswert wie 2007 und der Geil. Ich glaube, das kann man vorwegnehmen und zum Glück haben wir nicht zu viel vorweggenommen vom Stück. Ja. Der Ölprinz, ja, wenn das Thema Öl im Spiel ist, es könnte feurig werden. Könnte sein, ja, es könnte sein, dass da ein bisschen heißer zur Sache geht. Wie gesagt, aber alles das, unsere Pläne, also es ist alles in Vorbereitung, es ist viel zu tun. Wir möchten natürlich das Publikum wieder begeistern, überraschen auch mit der einen oder anderen Sache. Bitte aber darum Verständnis, dass wir da jetzt nicht zu viel erzählen werden. Ja. Also wie gesagt, es ist alles in Planung, es ist alles in Vorbereitung, die Mühlen mahlen. Und wir freuen uns jetzt schon, das ganze Team, ich auch insbesondere, auf die neue Saison. Ja. Freut mich auch irrsinnig, dass wir neue Leute im Team haben. Wie gesagt, was mich sehr, sehr freut, ist für Marco auch diese Rolle des Winnetou. Ich kenne den Marco schon sehr, sehr lange und weiß, dass das immer ein großer Traum von ihm gewesen ist. Und freue mich einfach, dass er den realisieren kann heuer. Und bin felsenfest davon überzeugt, dass er seine Sache gut machen wird. Aber ich werde es ihm als Bösewicht nicht leicht machen, sagen wir mal so. Ja, und darauf freuen wir uns ab 28. Juli in Wagram. Genau. Danke, Peter.